Ja, Armin, super, danke euch. Ja, ich bin sehr gespannt, Herr Holocher, was Sie zu berichten haben. Jetzt sagen wir mal jetzt von der Akademie auch so ein bisschen in die Praxis rein. Von der Future of Robotics zur Realität of Robotics in einem bayerischen Handwerksbetrieb. Also insofern, ich bin sehr gespannt und schon mal einen kleinen Teaser vorweg. Nachher werden wir die Erfahrungen Thema Robotik in KMUs, in SMEs, in Handwerksbetrieben auch nochmal in einer kleinen Podiumsdiskussion zusammenfassen. Da wird der Elias Holocher auch dran teilnehmen. Wunderbar, da ist er schon. Dann kann es losgehen. Also dann Bühne frei, bitte sehr. Ja, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Elias Holocher. Ich bin der Geschäftsführer und Inhaber der Holzkunst Holocher GmbH. Ich habe die Holzkunst Holocher GmbH vor 7 Jahren gegründet. Wir haben inzwischen 7 Angestellte und wir sind eine kleine Schreinerei mit dem Sitz in Durach im wunderschönen Allgäu. Geht's? Ja. Alles gut? Ja, wir haben uns spezialisiert auf hochwertigen Innenausbau, auf maßgeschneiderte Möbel im hochwertigen Segment und natürlich speziell auch auf Küchen. Küchen natürlich in dem Sinne spezielle Küchen. Wir haben vor 5 Jahren eine weltweit patentierte sprachgesteuerte Küche auf den Markt gebracht, die automatisch zum Sitzplatz wird. Und zwar kann man sich das so vorstellen, die Arbeitsplatte dreht sich um 90 Grad, Bänke fahren heraus und ich habe die Möglichkeit, mich an die Kochinsel dann hinzusetzen. Hier ein kleines Video. Alexa, Essen an. Ja, und so war es, dass wir dann natürlich immer mehr Aufträge bekommen haben und uns auf ein neues 5-Achs-Bearbeitungszentrum interessiert haben. Und das haben wir dann auch gekauft und haben uns überlegt, ja, wie können wir das am besten auslasten? Weil nur hochwertige Küchen, da war die Fräse maximal 2 Tage in der Woche tätig. Und so kam es dann, dass wir uns überlegt haben, was wäre ein schönes Serienprodukt? Mein Schreinermeister und ich, wir sind in der Zeit auch noch Papa geworden. Und dann lag es nahe, dass wir gesagt haben, okay, wäre ja eigentlich schön, irgendwie Richtung Kinderspielzeug zu gehen. Und dann haben wir die Marke Frechling gegründet und haben halt überlegt, ja, ein bisschen im Internet was zu verkaufen. Das war gerade in der Corona-Zeit. Und dann hat sich jeden Monat der Umsatz verdoppelt. Wir sind kaum noch hinterhergekommen und standen dann an dem Problem, dass wir gesagt haben, ja, wie schaffen wir das mit so wenig Angestellten? Natürlich auch Platz. Wir hatten nur 450 Quadratmeter damals. Und haben uns überlegt, okay, wie können wir das besser machen? Die CNC-Fräse war optimal ausgelastet, nur wir sind nicht mehr hinterhergekommen mit der Arbeit. Und so kam es dann, dass wir uns überlegt haben, vor allem hier bei den Kletterbögen für die Kinder, die müssen wir alle zusammenleimen. Wir wollten nicht einfache geschraubte Kletterbögen, sondern zusammengeleimte Kletterbögen auf den Markt bringen und hatten einfach die Aufgabe, jeden Tag in 80 Löchern, also ein Viererset von Bögen hat 80 Löcher, immer gleichmäßig den Leim zu verteilen und das alles händisch. Und natürlich, jeder kann sich vorstellen, das ist eine wahnsinnige Fleißarbeit und so nach den ersten halben Stunde oder so hat man schon keine Lust mehr da, überall gleichmäßig den Leim zu verteilen. Und so kam es dann, dass wir uns überlegt haben, wie könnten wir das am besten gestalten? Vielleicht irgendwie eine CNC mit einem Leimdispenser und dann ein guter Kumpel von mir, der hat gesagt, ja, ich schaffe bei TQ. Der hat gesagt, du, wir stellen für Franka Emika so coole Roboter her. Probier's doch mal aus mit dem. Und dann bin ich am nächsten Tag zu TQ gefahren, habe so einen Roboter gekauft und hat super funktioniert. Also wir haben natürlich noch ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben geschaut, wie könnten wir natürlich den Greifer nutzen, wie könnten wir diesen Leimdispenser, den wir von Hand hatten, an den Roboter anbinden, ohne dass wir jetzt teures Equipment dafür kaufen. Und so kam es dann, dass wir den ersten Roboter in der Schreinerei hatten.
Hier, das ist unsere kleine Schreinerei. Und hier sieht man jetzt schon, wenn man die Bögen auflegt, dann überall den Leim. Inzwischen haben wir inzwischen sind schon 4 Anwendungsbereiche. Einmal eben das Bögenleimen, dann die Lenkräder schleifen und dann das Lasern. Aber ich gehe auf jeden Punkt nochmal einzeln ein. Genau, Bögenleimen. Das Problem war natürlich immer, die gleiche Leimmenge innerhalb von 10 Minuten in alle 80 Löcher reinzubringen. Und das ist das Problem, die 10 Minuten gibt uns der Leim als Abbindezeit vor. Das heißt, wir müssen uns ziemlich beeilen. Und die Schwierigkeit war immer, als wir das händisch gemacht haben, dass natürlich irgendwann nach dem 4. Set einmal zu viel, einmal zu wenig Leim drin war und dann beim Zusammenleim der Leim rausgespritzt hat aus den Stäben oder mehr oder weniger wir nicht die Sicherheit garantieren konnten. Und so war das jetzt optimal, dass wir gesagt haben, okay, wir können ganz einfach mit dem Greifer den Leimdispenser auf und zu machen, haben uns da selber aus dem 3D-Drucker noch schnell eine Leimdüse gebastelt, dass die auch schön drumherum verteilt. Und ja, das Ergebnis war halt gleich um Welten besser. Und natürlich auch, wir haben uns einen Angestellten gespart, der konnte sich dann wieder um die kreativen Sachen kümmern und der Roboter hat dann sozusagen die Bögen geleimt und wir haben nur noch eine Person gebraucht, um das alles zusammenzubauen. Hier ein kleines Video. Das war noch so ein bisschen vom Teachen her. Ist natürlich auch relativ einfach aufgebaut mit den ganzen Apps, das ist eigentlich wie mit dem Handy spielen. Und man legt die Bögen auf. Und hier kann man jetzt auch noch mal sehen, wie der Greifer. Alles gut. Ja, so viel mal dazu. Und das Ergebnis war wirklich Welten besser. Dann das nächste Thema war eben Lenkräder schleifen. Wir produzieren inzwischen 8000 Lenkräder im Jahr. Und jeder kann sich das vorstellen, wenn man so ein Lenkrad dann an die Ständerbohrmaschine hält und dann versucht, das Lenkrad sauber zu schleifen, ist es natürlich auch so, ja, dass nach dem 5. oder 6. Lenkrad auch ein bisschen die Konzentration nachlässt und man steht die ganze Zeit auch noch in dem Schleifstaub. Also auch was gesundheitliches Risiko ist natürlich da auch relativ hoch, weil wir es schlecht absaugen können und die ganze Zeit bei der Sommershitze mit der Maske, da hat natürlich auch keiner drauf Lust. Und so war es dann auch, dass wir den Roboter einfach nur umfunktioniert haben. Wir haben dann anstatt diesem Greifer für den Leim, haben wir dann einfach uns aus dem 3D-Drucker schnell so eine Halterung für einen Schleifigel gemacht, eine handelsübliche 70-Euro-Bohrmaschine oben hingehängt, die jetzt dann die Lenkräder schleift. Und das ist natürlich von der Anwendung her eine super Lösung. Und natürlich, der Roboter braucht ein bisschen länger wie wir selber, aber der läuft durch. Was wir noch machen müssen, ist alle 2 Stunden mal das Schleifpapier wechseln. Aber da sind wir auch schon dran. Hier mal ein kleiner Film dazu. Er tastet den Stapel an, greift sich die Lenkräder und dann haben wir ganz primitiv so eine Halterung mit Druckluft gebastelt. Dann funktioniert reibungslos. Und das Tolle ist natürlich jetzt, der Roboter schleift die Lenkräder, wo wir es nicht mehr selber machen müssen. Natürlich, klar, ich habe auch gehört, Staub fällt ihm nicht so gut, aber er hat wenigstens oder trägt keinen gesundheitlichen Schaden von sich. Und wir haben halt genau, das Problem war auch immer bei den Lenkrädern, dass wir durch das Fräsen immer das Problem hatten, durch diese Birke Multiplex, die hat einfach diese harten Leimstellen, die natürlich auch so bis hin in Verletzungsgefahr für die Kinder
müssen wir einfach garantieren, dass alle Lenkräder sauber geschliffen sind. Und das können wir halt mit dem Roboter, indem wir sagen, okay, er hat auch in speziellen Winkeln hier beim Lenkrad, da ist natürlich der Fräser ein bisschen langsamer, da sind dann auch die Stellen schwarz. Das heißt, wir können ihn zeitgesteuert genau programmieren. Und wenn man das händisch macht, ist immer die Gefahr, dass man irgendwas auslässt oder dann ewig an so einem Lenkrad beschäftigt ist. Und ja, wie gesagt, das macht er unglaublich gut. Und dann greift er das Lenkrad. Ja, zum nächsten Punkt. Wir haben halt geschaut, was sind noch so gleichbleibende, wiederholende Tätigkeiten bei uns in der Schreinerei. Was wir oft machen, sind eben die Stopfen für die Lenkräder, Lasern. Das heißt, wir müssen den Laser bestücken, mit auch wegen CE-Siegel und den ganzen Sachen. Das muss alles reingelasert werden. Das haben wir immer händisch gemacht. Das heißt, einer steht den ganzen Tag dran, lasert, bestückt den Laser. Der Laser ist in 5 Minuten fertig und wir können einfach die Arbeitskraft nicht mehr anders einsetzen, weil man steht die ganze Zeit, schaut dann mehr oder weniger zu, was der Laser macht, anstatt dass man was Kreatives baut in der Zeit. Und so haben wir dann auch uns überlegt, wie könnte man natürlich den Roboter noch zusätzlich eben umrüsten. Und klar, die Umrüstzeit dauert immer. Inzwischen haben wir 2 Roboter, um natürlich das auch, weil die Arbeiten so viel geworden sind. Aber das ist auch aus dem 3D-Druck entstanden, eine 200-Euro Vakuumpumpe, die die Brettchen ansaugt oder die Stopfen ansaugt, in Laser reinlegt und dann hier nochmal einen kleinen Film und dann die Arbeit komplett vom Robby abgenommen wird. Er positioniert das dann auch ganz genau da, wo wir ihn hinprogrammiert haben. Wir hatten auch schon öfters das Problem, klar, wenn man den ganzen Tag dran steht, dann hat man auch keine Lust mehr. Es ist klar, sich dann zu konzentrieren, das Brettle gerade reinzulegen und dann mal schiefe Schrift drauf. Und der Roboter macht halt immer wieder das Gleiche. Ja, das war jetzt ein kleiner Einblick in unsere aktuellen 3 Bereiche, wo wir den Roboter eben einsetzen. Einen kleinen Ausblick möchte ich noch zeigen. Wir schauen natürlich auch, wie können wir die Roboter noch mehr in unsere Schreinerei also einsetzen. Natürlich Lenkräder zusammenschrauben, Fahrzeuge zusammenschrauben, Pakete packen. Das müssen wir gerade alles noch händisch machen. Und das bietet sich natürlich an. Natürlich steckt da auch Entwicklungszeit dahinter. Man muss sich damit beschäftigen und schauen. Aber inzwischen auch alle unsere Angestellten beschäftigen sich mit dem Roboter und schauen, wie man vielleicht noch was verbessern kann und wie man ihn noch mehr einsetzen kann bei uns in der Produktion. Hier greift er die Lenkräder. Das ist gerade eine neue Entwicklung. Ja, zum Film hat leider der Schraubroboter nicht mehr, ist nicht mehr ganz fertig geworden, aber. Das sind alle einfache Tätigkeiten, die der Roboter übernehmen kann. Ja, jetzt komme ich eigentlich zu meinem Fazit aus der Arbeit mit den Robotern und den erzielten Ergebnissen. Also, wir können halt sagen, die Bedienung ist sehr einfach. Es ist ein zuverlässiger Mitarbeiter, klar. Der wird auch mal beim Anblick von Presse wird auch mal nervös und verknotet sich und schmeißt danach irgendwie den Leimbehälter um. Ja, nee, wir haben auch unseren Spaß damit, will ich damit sagen. Aber sie funktionieren und schaffen jeden Tag bei uns 3 bis 4 Stunden. Also zum Durchschnitt, je nachdem, wie viele Aufgaben wir natürlich auch haben. Aber wenn man sich jetzt überlegt und das hochrechnet, so ein Roboter kostet in der Stunde 3-4 Euro. Und macht eigentlich die gleiche Tätigkeit, immer wieder die gleiche Tätigkeit, die wir als Menschen ja eigentlich nicht mehr so machen wollen. Und für uns natürlich in der Schreinerei optimal, weil wir können uns wirklich mit kreativen Entwicklungen, Zeichnungen und allen anderen Sachen auseinandersetzen. Und natürlich, er ist auch
platzsparend. Wir haben halt einen Arbeitstisch oder zwei Arbeitstische, wo dann die Anwendungen stattfinden. Und so kann man sich dann auch ja, mehr oder weniger aus dem 3D-Druck natürlich noch Teile drucken, wie es dann halt optimal dann auch funktioniert in der Serienproduktion, aber natürlich noch im einfachen Bereich. Ja, und wie ist das Ergebnis? Also wir müssen halt sagen, wie schon erzählt, Zeitersparnis ist gigantisch. Die Mitarbeiter, wir sparen uns natürlich Personal und können das natürlich jetzt auch unsere Frechling-Produkte zum Preis, oder wir haben jetzt zum Beispiel das Lenkrad im Preis halbieren können und es natürlich den Absatz wieder steigern dadurch. Und wir können Made in Germany wirklich draufschreiben auf unsere Kinderspielzeugprodukte. Ja, hiermit komme ich auch zum Ende von meinem Vortrag. Ich möchte mich bei Ihrer Aufmerksamkeit bedanken und falls noch Fragen sind, ich stelle gerne zur Verfügung. Wunderbar, vielen Dank.